So, herzlich willkommen zurück zu, ich glaube, Folge 13 von Let's Play World of Warcraft Classic Power Leveln mit Tika. 1 bis 60. Wir sind Shinta Aloa. Einer ist tot, aber bald wahrscheinlich nicht mehr. Und wir machen hier die Elite Quests. Und vielleicht sind wir danach schon Level 60. Wer weiß das schon? Wer kann das schon wissen? Ja, kann ich. Super, noch ein Konkurrent um die Dinger. Genau das habe ich gebraucht. Witwenmacher, cool. Aber ich bin leider nicht China. Deswegen kann ich leider nur Gier drauf würfeln. Und ob ich ihn bekomme, steht in den Sternen. Jetzt nicht, da Bedarf gemacht hat, der Krieger. Dolch, bist du bekloppt. Tisch. Bedarf. Mann, schade, sowas könnte ich für China gebrauchen, aber naja. Naja, ist egal. Die spiele ich nämlich nicht mehr, weil sie keine vernünftigen Waffen hat. Was? Stifttunika, was mich an? Wieso habe ich meinen Todessprecher oben wieder an? Zwei Krempel. Was macht ihr? Ich kann mal meinen Wichtel wiederholen. Naja, den will ich aber nachher nicht dann irgendwo im Auktionshaus rumhumpeln sehen, ne? Da ist übrigens noch so ein Gefäß. Aua. Das hole ich mir jetzt. Hedgegebele. Oben drauf. Perfekt. Und 300 EP pro gekilltem. Okay. Jetzt mir mal, ich hab so ein Gefäß geklaut. Skandal. Ich würde hier einfach meine Gefäße klauen. Das geht doch nie. Darf man doch nie tun. Mein Mana ist auch weg. Ah, die Jäger sind schon nicht schlecht, da kann man nichts sagen. Ich glaube nicht, dass wir hier schadlos vorbeikommen. Ups. Da auf jeden Fall nicht. Oh fuck. Steinchen. Hier. Leute!
beleben kann mich eh keiner mehr. Muss ich super, muss ich laufen. Ich werde mich jetzt einfach selber steinen. Wir hätten doch den Heiler mitnehmen sollen. Oh mein, draußen proleten wir die Besoffenen rum. Oh Mann, ich mag sowas nicht. Ich mag so Leute nicht. Weiß ich also. Nee, das kann ich überhaupt nicht abhaben. Weiß nicht, wenn ich besoffen war, dann bin ich immer total rührselig geworden. Dann bin ich immer total oh, und Harmonie und weiß nicht, war noch nie so ein Rumproleter. Das kann ich überhaupt nicht haben. Nee. Das sind so die niedersten Instinkte, die dann da rauskommen. Also, nee. Brauche ich nicht. Zu primitiv, weiß. Nein, oh mein Gott. Oh, ey, das ist doch nicht wahr. Ey, scheiß doch die Wand an. Warum räumt ihr nicht auf, wenn ich da komme schon? Kruzifix. Macht da mal ordentlich Platz da oben. Nicht, wenn ihr tot seid. Halt die Fresse, geht nicht, wenn ihr tot seid. Am Arsch. Kann er jetzt auch schlecht dann rausschmeißen und Heiler reinnehmen. Geht er nicht. Das wird noch spaßig. Der steht ja immer noch oben. Schön, dass ihr so gut wartet auf mich. Also ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mich selber hier schadlos halte. Außer mir achtet ja keiner auf mich. So, 30 Minuten. Ist mein Wichtel und dann laufe ich einfach hinterher. Ganz entspannt. Wir sind ja keine, wie es aussieht. Bedauerlich.
So nix. Hier Schleimer killen. Einen Topf drin. Und an den werde ich wahrscheinlich nicht rankommen, um ihn zu pullen. Probieren wir es mal. Doch, komme ich. Sehr schön. Wie gesagt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Hallo, nicht die Treppe, erstmal die Schleimer da hinten. Dann müssen wir wieder dahin. Ja, ist egal, wenn ich doppelt und dreifach rennen wollte. Der hat das echt schon vor mir geplündert. Alter, was geht, ey. Wehe von euch, verpisst sich einer, bevor ich alle Gefäße zusammen hab. Dann regnet's hier. Aber hallo. Regnet's dann hier. Zauberstab brauche ich. Ja, definitiv. So, endlich ein fucking Zauberstab. Schleimer hier. Hauptsache immer voraus hochrennen.
nein, oh nein, oh nein, ey, nehmt ihn mir ab, nehmt ihn mir ab, um Gottes Willen, nehmt ihn mir doch ab. Nehmt ihn mir doch ab. Alter, ey. Wegen seid ihr die verranzten Knochen? Haben eure Tiere keinen Spott oder was? Ist doch nicht wahr. Lassen. Wenigstens haben wir die Knochen hier mitgenommen. Achtung, Pat. Ich muss mal aufpassen, echt. Ihr rennt hier kopflos durch die Gegend. Und auf mich selber muss ich natürlich am meisten aufpassen hier. So. Müssen wir eben nachher noch mal runter. Da hinten geht's nicht durch, hier hinten geht's lang. Was? Dummy, Dummy, was soll denn das? Hauptwolf, der Blutfratzen schreit. What the fuck? Von wie er spammt? Das sind ja voll die Spam-Wölfe. Was geht denn da ab, hä? Da ein Eisbrecher. Als Magier? Hm.
Ja, dann sei so gut und gib's ihm. Gut, dann passt der Kittel ja wieder. So. Schädel. Jetzt senden erstmal die Hex und die Wachsoldaten. Was dann noch übrig bleibt, das werden wir anderweitig machen. Ja, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.